Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sitze hier im Mercedes EQV 300. Das ist sozusagen das Dickschiff unter den Elektroautos. Und Elon Musk, du mit deinen... Wie viele Kinder hast du jetzt eigentlich? 5? Oder war es jetzt schon das 6? Auf jeden Fall mit deinen 5 Kinder, 2 Erwachsene, 7 Personen in einem Auto, Model X. Ja, vergiss es. Hier ist das ultimative 7-sitzige Elektroauto. Der EQV 300 von Mercedes hat 7 ganze Sitze und hinten noch einen Mörder-Kofferraum. Und man kann die Sitze rausnehmen und. Also der Wagen ist mega variabel. Platz ohne Ende. Riesig ohne Ende. Das hier ist die Langversion, wobei die Langversion die normale Version ist beim EQV. Nämlich 5,14 Meter. Was, 14? Ja, 14. Es gibt noch eine extra Large oder extra Langversion, die ist noch 25, glaube ich, Zentimeter länger. 23 Zentimeter länger. Und ja, da bleiben keine Wünsche offen, würde ich mal sagen. Nachteil, es ist ein Riesenschiff und bewegt sich natürlich auch entsprechend groß in der Stadt. Also für die Familie würde ich sagen, mal eben zum Shoppen in die City, Parkhaus, enge Parkplätze. Tut mir leid. Also das ist trotz Kameras und so doch ein bisschen schwierig. Obwohl der Wagen natürlich elektroautotypisch sehr agil zu bewegen ist. Keine Frage. Aber ich möchte jetzt mal die Frage stellen, was taugt so ein Ding eigentlich so auf der Langstrecke? Kann man damit reisen? Ich meine, wenn ich eine 7-köpfige Familie habe, eventuell sogar noch mit Hund. Es reichen ja auch schon 5 Personen und Hund. Da braucht man auch schon so ein Riesenauto, gerade wenn da noch Gepäck mit soll. Wie weit komme ich damit? Macht das Reisen Spaß? Wie schnell lädt er in der Praxis? Und das stelle ich heute mal wieder fest auf meiner Reichweitenstrecke Bremen-Bremerhaven und zurück. 130 Kilometer bei Tempo 130. Und mal zum Vergleich, ein Model X, auch wieder 7-Sitzer, fährt mit. Und dann schauen wir mal, wie die beiden so im Verbrauch liegen. Und ich bin gespannt und ihr dürft auch gespannt sein. Deswegen bleibt dran. So, und bevor es jetzt richtig losgeht, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei MeinAndersTV bedanken. Das ist ein super YouTube-Kanal, empfehle ich euch mal ausdrücklich. Schaut da mal rein, ich verlinke den hier unten in der Beschreibungsbox. MeinAndersTV ist der YouTube-Kanal vom Autohaus Anders. Das ist ein Mercedes-Autohaus mit mehreren Niederlassungen in Norddeutschland. Und die haben mir hier diesen EQV zur Verfügung gestellt, kostenlos. Vielen, vielen Dank, lieber Julian, lieber Joschka, dass ihr mir den Wagen sogar vorbeigebracht habt. Also das ist Service genial. Ich hoffe, wir machen noch ein paar mehr Videos zusammen, auch mit den anderen Mercedes-Modellen, die noch kommen. Da freue ich mich schon riesig drauf, vor allem auf den EQA jetzt bald. Also jetzt geht es dann gleich los. Ich hoffe, dass gleich auch der Jan kommt mit seinem Model X. Denn wir fahren natürlich parallel mit dem Model X, um mal zu gucken, wie die beiden Boliden hier im Verbrauch liegen im Vergleich. Ja, und der EQV, der ist ja so ein bisschen retro eigentlich, weil, wenn wir mal ehrlich sind, ist das ja die V-Klasse. Und die ist im Prinzip seit 2014 am Markt mehr oder weniger unverändert, bis auf so ein paar Facelifts hier, vor allem auch im Armaturenbrett. Das haben sie hier zwar so ein bisschen modernisiert, indem sie das MBUX eingebaut haben, aber wir haben hier natürlich noch so Reminiszenzen an die alte Verbrennerwelt wie ein Zündschlüssel. Und ich muss quasi auch richtig den Zündschlüssel umdrehen, als würde ich den Motor starten wollen, also die Zündung, damit der Wagen hier angeht. Und genau, und er sagt mir auch vor Verlassen Zündung ausschalten. Also ich muss dann den Schlüssel abziehen, ist klar. Der Rest hier ist auch am Armaturenbrett doch relativ retro. Wir haben hier 2 analoge Rundinstrumente, wie früher in meinem letzten Mercedes. Für die, die es nicht wissen, ich bin im Prinzip langjähriger Mercedes-Fahrer. Und meinen letzten Mercedes habe ich 2018 verkauft, als ich mir mein Tesla Model S gekauft habe. Und das sieht hier im Prinzip fast genauso aus. Auch das Lenkrad ist genau das gleiche wie in meinem 2016er Baujahr Mercedes. Das war ein E-Klasse Cabrio übrigens. Sehr schickes Auto. Aber mein Tesla Model S, ich liebe es, wie gesagt, das habe ich dem Cabrio einfach vorgezogen. So Mercedes, da könnt ihr mal sehen. Ja, jedenfalls
sehr retro hier. Vorne das Armaturenbrett sieht eigentlich doch ziemlich stylisch aus mit diesem, ja, was ist das für ein, so ein Wellenmuster auf schwarzem Kunststoff, Hochglanz. Wir sind hier auch in der Basisausstattung des EQV. Wir haben hier Stoffsitze drin und hier gibt es nur sehr wenige Extras. Wir haben hier den Lane Assist drin, also Spurhalteassistent. Das ist aber, wie gesagt, nur ein Assistent, der greift nicht aktiv in die Lenkung ein. Also der vibriert quasi nur, wenn ich die Spur verlasse. Wir haben hier eine Disktronic drin und das war es fast schon mit der Sonderausstattung hier. Also beginnen tut der Preis beim EQV bei 71.300 rund. Aber wenn man den ein bisschen ausstattet, dann ist man auch schnell bei der 90.000. Von daher ist das natürlich schon eine Menge Holz und da fragt man sich eben, für wen ist das eigentlich das Auto? Wer kauft sich solche Autos? Ne? Da würde ich sagen, da gibt es klar ganz zwei Zielgruppen, nämlich einmal natürlich Shuttle-Dienste, die mit vielen Personen, also bis zu 7 passen hier ja rein, irgendwelche Strecken überbrücken müssen und dann auch elektrisch fahren wollen. Oder eben größere Familien, die auch ein gewisses Einkommen haben, mit 3 Kindern oder so, oder auch sogar mehr Kindern. Für die ist das natürlich dann super, die können dann mit der ganzen Bagage hier durch die Gegend cruisen. Und die Reichweite hier vom EQV, die, oder EQV, ich weiß immer nicht, soll ich EQV sagen oder EQV? Jedenfalls die Reichweite hier vom EQV, die ist ja mit 418 Kilometer angegeben, WLTP, und der Verbrauch mit 26,4 Kilowattstunden im Durchschnitt. Das ist natürlich die Frage, ob das überhaupt realistisch ist. Das sind Idealbedingungen im WLTP-Zyklus und wer fährt eigentlich im wirklichen Leben schon so wie der WLTP-Zyklus? Deswegen mache ich ja auch meine Reichweitentests auf der Autobahn bei Tempo 130, Richtgeschwindigkeit. Das ist im Prinzip das, was man eigentlich fahren will, erst recht mit so einem Auto. Auch wenn der EQV eigentlich nur 140 km/h Spitze fährt, man kann den auch ein bisschen erweitern. Natürlich aufpreispflichtig bis 160 km/h. Das ist bei diesem hier der Fall. Der fährt also 160 Spitze. Aber dann ist halt der Luftwiderstand auch so ein großer Faktor, dass man die Reichweite im Prinzip rapide sinken sieht. Und deswegen fahre ich natürlich auch nur diese 130 km/h wieder auf meiner Reichweitenstrecke. Ja, mittlerweile ist Jan eingekommen. Moin Jan, schön, dass du mit dabei bist. Ja, moin Jens. Ich bin gespannt. So, wir sind bereit. Jetzt können wir starten. Also Zündschlüssel umdrehen. Wagen läuft, obwohl man nichts hört. Auf D schalten. Das ist übrigens hier derselbe Lenkbaum wie in meinem Model S. Da muss ich mich gar nicht umgewöhnen. Sogar dieselben Schalter hier. Und dann wollen wir mal los. Da muss ich aber ein bisschen rangieren hier. Ich komme hier sonst nicht rum. Ja, und hier auf diesen engen Straßen, die auch ein bisschen holpriger sind hier, wo ich wohne, da merkt man schon, dass der hier 2,6 Tonnen hat und dass es ein Van ist, weil er wankt und schwankt. Also es ist kein Sportwagen, so viel ist schon mal klar. Ja, was sie hier beim EQV sehr schön gemacht haben, ist das Rekuperieren. Sie haben nämlich hier Lenkradpedals verbaut und man kann in mehreren Stufen die Rekuperationsstärke einstellen, von so gut wie gar nicht, also nur segeln, bis ziemlich stark rekuperieren. Und wenn ich jetzt mal auf die höchste Stufe stelle und dann verzögert der doch ganz schön, also auch fast bis zum Stillstand, aber er kommt nicht ganz zum Stehen, sondern er rollt dann noch ganz langsam weiter. Aber das ist das One-Pedal-Driving-Gefühl, was ich ja mag. Und so gewinnt man natürlich auch gerade in der Stadt sehr viel Energie zurück. So, und gleich geht's auf die Autobahn Richtung Bremerhaven und zurück. Tempo 130 und es hat angefangen zu regnen, also perfektes Wetter wieder mal. Ja, und ich bin echt gespannt, wie das im Verhältnis ist zum Model X. Das ist ja auch nicht gerade klein und hat einen ziemlich hohen Luftwiderstand und vor allem auch ein ziemlich hohes Gewicht. Die beiden Autos wiegen ja im Prinzip fast das Gleiche. Also der EQV hier wiegt ja so 2,6 Tonnen und in der Richtung liegt auch das Model X. Von daher dürfte das Gewicht da schon mal keine Rolle spielen. Wenn überhaupt, dann so ein bisschen die Front, weil der EQV, der baut ja viel höher auf. Da wird auch der Luftwiderstand höher sein als beim Model X. Aber das wollen wir dann mal sehen. Da bin ich echt gespannt. Wetterbedingungen heute sind wie immer bestes Move Electric Rainmaker Wetter. Wir haben leichten Regen, wir haben Sturm, besser gesagt stürmische Böen.
Und ja, das ist also die Bedingung, so wie wir sie lieben. So, ab hier ist die Strecke freigegeben. Jetzt können wir 130 fahren. Im Moment sind wir schon seit 18 Kilometern unterwegs und ich habe hier 37 Kilowattstunden, 37,3 um genau zu sein. Das sinkt hoffentlich noch ein bisschen. Gut, die Bedingungen heute bei 5,5 Grad, stürmischen Böen und immer wieder Regen sind natürlich ideal für so einen Worst-Case-Test. Da kann der EQV mal zeigen, was in ihm steckt. Ja, wenn man hier eine längere Strecke in diesem EQV fährt, dann kommt man sich irgendwie in diesem riesigen Waggon so ein bisschen alleine vor oder verloren. Also alleine diese Kubikmeter, die hinter einem noch so sind, so leer, das ist irgendwie verrückt. Das ist gar nicht so richtig dieses PKW-Gefühl, obwohl hier vom Cockpit man schon so ein bisschen das PKW-Gefühl hat. Aber irgendwie ist es doch so Transporter-like hier. Fahrgefühl ist eigentlich sehr schön. Also er ist nicht wahnsinnig straff, er ist natürlich schon am Wanken und Schwanken, aber fährt sehr agil, beschleunigt auch ordentlich. Natürlich ist das nicht sportlich mit seinen 12 Sekunden, die er braucht. Er hat 150 kW, also so irgendwie 204 PS sind das. Das ist schon ganz gut. Man kommt auch gut vom Fleck, aber man darf natürlich hier keine Wunder erwarten bei so einem großen Auto. Und da vor mir sieht das aber wirklich verdammt dunkel aus. Das kann ja wieder was werden, ey. Das wird ja wieder gleich einen Wolkenbruch geben. Typisch. Ja, und jetzt geht der Wolkenbruch los. Ich hab's geahnt. Boah, jetzt geht's los. Hiha! Ja, Rainmaker-Tours sind wieder unterwegs, Leute. Das ist hier wieder ein Wetterchen, da kann man nur mit der Zunge schnalzen. Oh, mittlerweile sieht man ja fast gar nichts mehr. So, wir sind kurz vor Bremerhaven. Ich will mal eben beim Jan fragen, wie das bei ihm aussieht. Jan? Was hast du gerade für einen Durchschnittsverbrauch im Moment? Im Moment jetzt bei 29,7. 29,7, genau. Ich habe 36,5. Vielen Dank, bis gleich. Bis gleich. So, knapp 60 Kilometer gefahren. Wir sind gleich wieder in Bremerhaven und wir fahren von der Autobahn runter, machen die Wende und dann geht's zurück bei extremen Wetterbedingungen. So, 65 Kilometer unterwegs und wir haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 35,4 Kilowattstunden. Das ist das Höchste, was ich je in einem Elektroauto hatte auf dieser Strecke. Gut, Wetter habt ihr ja gesehen, ist aber eigentlich auch normal bei meinen Probefahrten, von daher nichts Besonderes, oder? Jan? Ja, jetzt, ich höre dich. Wie sieht es bei dir aus, verbrauchsmäßig gerade? Jetzt ist er bei 29,1 auf 70 Kilometer. 29,1, ja, ich habe jetzt immer noch 35,9.
Also auf der Hinfahrt haben sich die Windräder da vorne noch gedreht, jetzt haben sie sie abgeschaltet, also sind definitiv zu heftige Sturmböen unterwegs. Ja, das merke ich auch. Also das Wetter ist tatsächlich wieder selten so schlecht wie heute. Ja, nach 80 Kilometern sind wir immer noch bei 36,6. Es pendelt sich immer so um die 36 ein und das ist jetzt wirklich hier das Worst-Case-Szenario. Also ich glaube, einen viel höheren Verbrauch wird der EQV nie erzielen, außer wenn es noch mal 20 Grad kälter ist vielleicht. Aber das ist sozusagen jetzt mal der Test, wie weit man kommt, wenn es wirklich die schlimmsten Bedingungen gibt, die man sich vorstellen kann. Und das ist natürlich wieder mal heute. Ja, das ist, obwohl jetzt hier die Sonne scheint, tatsächlich so ein Schüttwetter, dass ich diese 130 kaum durchhalten kann. Ich habe es auf 120 ungefähr gesenkt und hinter mir ist ein geiler Regenbogen, aber hinter mir nützt er mir nichts. Ich hätte ihn lieber vor mir. Ja, und die 100 Kilometer sind durch. Wir haben jetzt 37,3 Kilowattstunden. Es hat doch noch ein bisschen reingehauen jetzt hier auf der Rücktour. War einfach zu schlecht und der Wind, der drückte doch von vorne. Das war irgendwie deutlich spürbar. Und das hat dann doch nochmal einen Schub gegeben für den Verbrauch. Leider nach oben, nicht nach unten. So, nach 110 Kilometer haben wir hoffentlich wieder ein bisschen trockeneres Wetter. Jetzt nieselt es nur noch ein bisschen. Also der ganz große Regen ist hoffentlich durch. Also solche Probefahrten machen ja doch irgendwie Spaß, aber es ist ganz schön anstrengend. Man muss sich nämlich verdammt konzentrieren, wenn das so dermaßen regnet. Also, nee, weiß ich auch nicht. Das ist nicht schön. Nicht schön zum Fahren auf jeden Fall. Obwohl das Auto eigentlich Spaß macht, ne? Trotz der Größe ist es einfach ein Elektroauto und Elektroautos fahren macht irgendwie immer Spaß. So, gleich sind wir zu Hause, hier kommt die Abfahrt, dann fahren wir runter von der Autobahn und ich bin jetzt echt gespannt, wo wir hier mit dem Model X liegen, weil mit dem EQV sind wir gerade bei 36,3 Kilowattstunden auf 100. Wir haben noch 22% im Akku, gestartet sind wir mit 75%. Also hat heftig was gezogen und Restreichweite wird mir jetzt noch angezeigt von 60 Kilometern. So, am Ende sind wir angekommen nach 130 Kilometern und wir haben 35,5 Kilowattstunden verbraucht. Im Akku ist jetzt noch 19%, gestartet sind wir von 75% und wir haben noch 54 Kilometer Rest. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert, aber das Wetter habt ihr ja gesehen, es war ein Worst-Case-Szenario und ich bin gespannt jetzt mal, wenn ich mal in das Model X steige, was denn der Jan verbraucht hat mit seinem P100D. So Jan, jetzt mal Butter bei die Fische. Was hast du jetzt verbraucht? Ja, jetzt machen wir mal hier den Planer an. 28,3. Ja, Jan, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du so aus Spaß mitgefahren bist. Ja, das ist mal ein interessanter Vergleich. Spaß gemacht. Also dein P100D ist so ungefähr um 20% sparsamer als der EQV. War mal interessant zu sehen. Ja. Wetter war ja unterirdisch. Ne? Aber das war ganz schlimm. Also anfangs hatte ich auch auf dem Rückweg einen höheren Verbrauch, als das so geregnet hat. Ja, ja. Oh, ja. Ich glaube, nee, das sind nicht wir. Alles klar. Du, Jan, ich danke dir. Ja, bis zum nächsten Mal. Dann schön, dass du dabei warst. Ja, gerne. Gerne wieder.
Eieieiei, ihr habt es gesehen, 28,3 zu 35,5. Die beiden Siebensitzer, quasi das Model X, ein bisschen außer Konkurrenz. Aber dafür können wir sagen, dass diese 35,5, die jetzt der EQV gebraucht hat, drüber wird er vermutlich bei der Geschwindigkeit auf der Autobahn selten liegen. Also von daher bei Sommer und schönerem Wetter wird er vermutlich so um die 30 liegen, schätze ich mal. Das heißt, also mit so einem Akku, der hat ja 100 Kilowattstunden, die 300 Kilometer im Sommer sind auf der Autobahn auf jeden Fall drin und im Winter sind es vielleicht ein bisschen weniger jetzt bei solchen Wetterbedingungen. Das heißt, also man kann hier mit dem Ding schon gute Strecken zurücklegen. Und jetzt ist halt die Frage, wie viel Pausen muss man zwischen den einzelnen Etappen machen? Denn die 100 Kilowattstunden wollen ja auch wieder aufgeladen werden. Und wenn man den Akku bis 10% runterfährt, dann will man den ja mindestens bis 80 oder besser sogar noch 90% wieder aufladen. Wie lange dauert das? Und das teste ich jetzt mal. Ich nehme eine Ladekurve auf und da fahre ich jetzt natürlich wieder zum Schnelllader an die Autobahn A27 Goldbach Süd. Ja, wir haben gesehen, so ein EQV, der kann ganz schön was wegschlucken, nämlich 35,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Zumindest bei so einem Wetter, also viel schlimmer kann es echt nicht kommen. Und zur Beruhigung kann ich dann sagen, ja, viel mehr als heute wird man mit so einem Auto auf der Autobahn bei 130 vermutlich auch nicht verbrauchen. Von daher würde ich sagen, ja, man kann mit diesem EQV reisen. Und das außer Konkurrenz mitgefahrene Model X hat zwar über 20% weniger verbraucht, auch passen da zwar 7 Leute rein, aber natürlich ist da nicht so viel Platz wie hier im EQV. Das heißt, mit einer Großfamilie, mit viel Gepäck, ist man mit diesem Auto auf der Reise möglicherweise auch besser bedient. Und wenn ihr einen Shuttle-Service betreiben wollt und überlegt, auf Elektro umzusteigen, dann ist das hier eine gute Wahl. Mit dem EQV, da kann man wirklich eine ordentliche Strecke kommen. Und auch das Reisen, wie gesagt, also wenn man mit der ganz guten Ladekurve, die dieser Wagen hat, ungefähr alle 2 Stunden für 45 Minuten eine Pause macht. Mit einer Familie ist das ja eigentlich sowieso angesagt. Dann funktioniert auch die Langstrecke. Im Prinzip Norddeutschland bis runter nach Italien ist mit so einem Auto eigentlich möglich. Man muss bloß ein bisschen mehr Zeit einplanen. Ja, mir hat der EQV eigentlich gut gefallen für so einen riesen Van. Hat mich doch beeindruckt, auch wenn die Technik von 2014 ist. Bietet er doch ganz ordentliche Leistung, finde ich. Er fährt sich gut. Da würde ich jetzt mal sagen, ich habe da nicht so viel zu meckern, auch wenn er vielleicht lauter ist als alle anderen Elektroautos und auch wenn er vielleicht viel mehr verbraucht als jemals ein Elektroauto, was ich gefahren habe. Aber gut, bei der Größe war das auch nicht anders zu erwarten. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Auto haltet. Der Preis ist sehr sportlich von Mercedes, da muss man halt ein bisschen was auf den Tisch legen. Man kann ihn aber auch abonnieren von Mercedes, das sind dann so 899 Euro im Monat. Und da liegt man dann über 2 Jahre so bei 18.000 Euro rund. Das ist eine Summe, mit der man dann mit so einem großen Auto möglicherweise ganz gut bedient ist. Das müsst ihr natürlich entscheiden. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.